Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und dem Spiel Nostalgic Train. Ja, beim letzten Mal, wir waren ja hier in dieser Bücherei und haben von draußen eine Katze gehört. Und wollen wir doch mal gucken, was das jetzt zu bedeuten hat. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf das Video. Ich freue mich auf jeden Fall, bin sehr gespannt. Und wünsche euch daher ganz, ganz viel Spaß und los geht's. So, hier haben wir auch schon die ersten Anhaltspunkte wieder. Die weiße Katze bewegt sich von der Hauptstraße aus um das Haus herum. Von der Hauptstraße aus um das Haus herum. Hier haben wir noch einen Anhaltspunkt. Dort bemerke ich eine weitere Katze sitzen, die mich sanft aus dem Schatten heraus beobachtet. Die schwarze Katze hat funkelnde goldgelbe Augen. Die weiße Katze führt mich zur schwarzen hinüber. Wir schauen beide weg. Dort, wohin sie blicken, stehen Aritachi und Masaki. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Szene sich vor oder nach dem Buchladen ereignet hat. Masaki spricht zuerst. Probier das mal aus. Was für eine Handwerkskunst. Mein Vater hat es mir gekauft. Er sagte, dass ich ein vernünftiges Schwert brauche, falls ich jemals in den Krieg ziehen sollte. Es war eigentlich für meine Schulabschlussfeier gedacht, aber daraus wird ja jetzt nichts mehr. Wie dem auch sei, komm und zeig mir deins. Das Schwert, das in deiner Familie über Generationen hinweg weitergegeben wurde und mit dem deine Leute immer so prahlen. Aritachi faltet ein altes Tuch in seinen Armen auseinander und zieht ein langes Schwert hervor. Meine Familie hat schwere Zeiten hinter sich. Sieht ihn ähnlich, sich mit diesem Schwert zu brüsten, als ob wir irgendetwas anderes hätten. Sie kümmert immer nur der äußere Schein. Lächerlich. Mit einem kratzenden Geräusch zieht Aritachi das Schwert aus der Scheide. Es ist ziemlich verrostet und wurde offensichtlich nicht gut gepflegt. Masaki wirft einen kurzen Blick darauf und wendet sich dann wieder in begieriger Selbstzufriedenheit und mit verträumtem Ausdruck seinem eigenen, glitzernden Schwert zu. Meine Schwester hat mich jemandem vorgestellt. Wir schreiben uns Briefe. Sie ist Studentin. Wirklich nett. Ich hoffe, dass ich sie bald mal nach Natsugiri einladen kann. Sie scheint mich wirklich zu mögen. Und ich mag sie auch. Du verstehst, oder? Wenn sie herkommt, musst du genau das tun, was ich dir sage. Klar, ich verstehe schon. Aber wirst du ihr nicht erzählen, dass du bei der Abschlussprüfung durchgefallen bist? Hey, was soll das denn? Du brauchst nicht gleich gemein zu werden. Warum sollte ich es ihr erzählen? Dafür gibt es keinen Grund. Außerdem ist es peinlich, Mann. Ich meine, ich werde ihr eigenes offenbaren müssen. Ja, einiges offenbaren müssen, bevor wir uns tatsächlich treffen. Aber jetzt? Ach, verdammt. Mit einem frustrierten Ausruf bewegen sich seine Augen unsicher hin und her. Die beiden sprechen über alles Mögliche. Aus den Fragmenten, die ich höre, kann ich mir den Inhalt zusammenreimen. Aritachi und Masaki haben die gleiche Schule besucht. Aritachi war ein guter Schüler, doch Masaki ist bei seiner Abschlussprüfung durchgefallen, weshalb er sich hier mit Aritachi treffen wollte, um sich etwas aufmuntern zu lassen. So war der Plan, doch dann schlug Masaki Aritachi vor, das Schwert nach draußen zu schmuggeln, auf das seine Eltern so stolz waren. Doch als sie sich dann trafen, begann Masaki mit seinen prahlerischen Angebereien. Peinlich? So ein Quatsch. Du hast doch praktisch alles, was man haben kann. Das weißt du, oder? Und das meine ich ernst. Während ich immer alles verliere, während mir alles entgleitet. Dieses tragische Gefühl habe ich bereits seit meiner Kindheit. Ist das dein Ernst? Meinst du das wirklich? Was für eine Ironie. Mir so etwas auch nur ins Gesicht zu sagen. Darin ist nichts ironisch. Denk doch mal kurz logisch nach. Dein Vater ist ein erfolgreicher Unternehmer und stellt dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Du hast eine nette Schwester und ein liebevolles Mädchen, das dir Briefe schreibt. Außerdem freundliche Erwachsene und großartige Freunde um dich herum, in Hülle und Fülle.
Wie kannst du dich da beschweren? Ich habe nichts von alledem. Nicht eine einzige Sache. Tja, von außen sieht es immer so einfach aus, nicht wahr? Mein Vater ist erfolgreich, klar. Wir sind die reichsten Leute in dieser Gegend. Ich werde in seine Fußstapfen treten müssen. So ist es im Moment geplant. Doch ich weiß, wie die Wirklichkeit aussieht. Meine Eltern sind enttäuscht von mir. Ich hatte einen Nachhilfelehrer, der versucht hat, mir alles Mögliche wie Management oder Buchhaltung beizubringen. Doch es ist zu schwer für mich. Ich kann es spüren. Mein Vater wünscht sich, meine Schwester wäre als Sohn geboren worden. Wenn ich lerne, interessiert sie sich immer für die Bücher, die der Nachhilfelehrer mir als Hausaufgabe hinterlässt. Sie liest sie durch. Am nächsten Tag beginnt sie, diese komplexen Sachverhalte mit meinem Vater zu diskutieren. Direkt vor meiner Nase. Wenn ich verschwinden sollte, einfach weg wäre, dann würde meine Schwester ohne Umschweife die Firma übernehmen. Da bin ich mir sicher. Das ist es, was alle denken. Weißt du noch, als ich ein Kind war? Alle haben mich verehrt. Die Lehrer, die Kinder an der Schule. Doch das hat sich mit der Zeit geändert. Die Menschen um mich herum haben begonnen, Abstand von mir zu nehmen. Ich konnte es spüren. Unser Verhältnis war nur noch oberflächlich. Es fehlte das Herzliche. Ich kann sie alle hören, wie sie hinter meinem Rücken darüber reden, dass ich mein Potenzial nicht ausschöpfe. Meine Schwester ist nett, aber nur oberflächlich. Sie denkt auch, dass ich ein Schwachkopf bin. Ich weiß, dass sie so denkt. Ich weiß, dass alle es tun. Kannst du dir vorstellen, wie schlimm das für mich ist? Wie sie mich alle ansehen und verurteilen und nach außen hin trotzdem so freundlich tun. So falsch. So aufgesetzt. Tränenstein in Masakis Augen. Er knallt das aufwendig gearbeitete Schwert auf den Boden. Als er weiterspricht, funkelt er Aritachi böse an. Du hast zumindest Reiko, die dich mag. Du weißt doch, dass sie dich mag. Natürlich tust du das. Aber ich mag sie auch. Das habe ich immer, verdammt! Sagst, du hättest nichts, dass du alles verlieren wirst. Gut. Masaki hebt sein Schwert vom Boden auf und nimmt eine nach vorne gerichtete Haltung ein. Lass es uns hier austragen, ein Duell. Mal sehen, wer von uns wirklich alles hat und wer tatsächlich alles verlieren wird. Ich zeig's dir, komm her. Das Zittern in seiner Stimme überträgt sich auf das Schwert. Jetzt warte doch mal, du benimmst dich heute völlig verrückt. Hat dir die Sonne zu lang auf den Kopf gebrannt? Hat dieses Schwert in deinen Händen dich verrückt werden lassen? Du musst dich beruhigen. Ich habe dich nie wirklich gemocht. Dieser Blick, mit dem du mich ansiehst, als ob du nett wärst. Doch in Wirklichkeit machst du dich auch nur über mich lustig. Du bist genau wie mein Vater und meine Schwester und alle anderen. Nein, du bist sogar noch schlimmer. Wenn du denkst, dass du alles verlieren wirst, dann lass mir dir dabei helfen. Masaki hebt sein Schwert, schließt die Augen und lässt es hart nach unten schnallen. Ich bin unauffällig. Ich bin unfähig, wegzusehen oder auch nur zu blinzeln. Und dann steht die Zeit plötzlich still. Masakis Schwert ist kurz davor, Aritachis Kopf zu berühren. Es würde mit Sicherheit ernsthafte, tödliche Schäden verursachen, sobald dieser Angriff zu Ende gebracht werden würde. Zwei Frauen stehen neben mir. Sie tragen Gewänder wie Mädchen aus einem Schrein. Eines schwarz, das andere schneeweiß. Beide haben funkelnde, goldene Augen, die mich fixieren. Ihre Lippen bewegen sich. Ganz schwach flüstern sie in eine Weise, die einer Beschwörung ähnelt. Möchtest du diese Welt ändern? Möchtest du diese Bein vor ihrem Schicksal beschützen? Es wäre möglich. Es ist nicht schwer. Doch das bedeutet, dass du nicht länger in dieser Welt bleiben kannst. Es war kurz, oder? So kurz. Es ist nicht einfach, eine Person aus Fleisch und Blut zu retten. Es gibt nicht viel, das du tun kannst. Doch wenn du diese traurige, hoffnungslose Welt wirklich ändern möchtest, gibt es noch einen Weg. Er ist auch ganz einfach. Kräfte sammeln sich im Zentrum einer kreisförmigen Bewegung. Sie nehmen den Standort, an dem du dich überschneidest, und verlagern ihn. Diese beiden Frauen, was reden sie da? Verbinde die Grenzen und durchquere die Dimensionen. Bist du bereit? Nimm den Zug im Bahnhof. Wenn du wieder hier bist, werden diese beiden Menschen gerettet worden sein. Das ist alles. Wenn du diese Welt verlässt, kannst du sie immer retten, stets intervenieren. Das ist es, was du dir tief in deinem Herzen gewünscht hast, richtig? Die beiden flüstern mir all diese Dinge zu und klingen dabei so, als ob sie wirklich etwas beschwören würden. Ihre Münder bewegen sich nicht.
Die Worte hallen in meinem Kopf nach. Das stimmt. Ich möchte sie retten. Ich muss etwas tun. Ich kann an nichts anderes denken. In mir wächst ein starkes Pflichtgefühl, doch es ist nicht mein eigener Gedanke. Es ist nicht einmal mir selbst entsprungen. Ich kann die Situation nicht so stehen lassen. Keine Zeit, um zu zögern. Ich weiß nicht, warum. Doch das ist es, was ich fühle. Als ob ich keine andere Wahl hätte. Verschwinden und anschließend intervenieren. Das ist meine Pflicht. Wir müssen also zurück zum Bahnhof. Auf in den Zug. Was erwartet uns danach, nach dieser Zugfahrt? Verstehen wir dann, wer wir sind? Na gut, steigen wir ein. Was passiert jetzt? Beginnt. Ein letztes Mal in dieses Dorf. Letztes Mal die Schule. Dann liegt letzter Blick aufs Dorf. Wir sind wieder am Bahnhof. In derselben Welt. Und die Sonne scheint. Die Zikaden sind immer noch am Zirpen und die Sonne brennt unverändert heiß vom Himmel. Doch ich fühle mich wie ausgehöhlt, als ob die Landschaft um mich herum durch mich hindurchtritt. Ich blicke mich um. Vielleicht hat sich etwas verändert. Ich beschließe nachzusehen, was mit den beiden Kämpfern passiert ist. Na gut, lasst uns nachsehen. Was wäre dann da vorne? Masaki präsentiert sein Schwert und dreht es in alle Richtungen. Dann fangen sie wieder zu streiten an, immer schlimmer und heftiger. Das Schwert wird auf den Boden geschmissen. Alles ist genauso wie zuvor. Dann bemerke ich, dass ich noch immer das jadegrüne Magatama in meiner Hand halte. Richtig, das habe ich ja vor einer Weile gefunden. Ich lege es neben dem Schwert auf den Boden, zwischen die beiden Jungen. Es ist bestimmt alt. Vielleicht sogar etwas, das der Prinzessin gehörte, die in dem Grabhügel beerdigt worden war. Ich habe das Gefühl, dass diese seltsame Kraft die Kluft zwischen den Beinen überbrücken könnte. Vielleicht wird sich etwas ändern. Masaki spricht. Du denkst, dass du alles verlierst. Du hast jemanden, der dich wirklich mag. Jemand, der dich verehrt. Er schweift ab, als ob er vergessen hätte, was er sagen wollte. Aritachi schüttelt traurig seinen Kopf. Jemand, der mich mag? Mir fällt niemand ein. Wie du weißt, sind meine Eltern verrückt nach meinem Bruder. Ich war immer allein. Du hattest immer mehr Freunde als ich. Dass die Leute hinter deinem Rücken über dich lachen würden, spielt sich nur in deinem Kopf ab. Beruhig dich einfach, okay? Masaki schürzt seine Lippen.
Und was mich angeht... Ach, Aritachi, ich bin aus deinem Leben verschwunden, um dich zu retten. Heißt das, dass du mich verloren hast? Aber bitte, bitte sei nicht traurig deswegen. Ich habe es getan, um dich zu beschützen. Aritachi hebt das Schwert und das Magatama auf, das ich daneben platziert habe. In dem Moment, in dem seine Finger es berühren, blickt er ziellos in den Himmel, als ob er eine sehr, sehr ferne Erinnerung betrachtete. Fünftes Erinnerungsfragment von Natsugiri, abgeschlossen. Und es ist Nacht. Boah, das sieht ja schick aus. Die Glühfäden. Wow. Sind doch Glühwürmchen, oder? Nee, das sind hier diese Blüten. Das sieht toll aus. Wo müssen wir jetzt hin? Da vorne. Um mich herum ist es Nacht. Die Menschen haben ihre Sommerkimonos angezogen und machen sich auf den Weg zum Strand. Auf den Weg zum Strand. Ist das süß gemacht. Das Spiel ist echt süß. Wow. Es ist schon wieder Zeit für die schwimmenden Laternen. Ja, es wird bestimmt wieder wunderschön. Ich liebe das Spiel. Na gut, ich glaube, wir müssen wirklich zum Strand jetzt hinunter. Wahrscheinlich einen Anhaltspunkt vergessen da hinten. Diese Musik hat irgendwie so was, ja, melancholisches, trauriges. Ach nee, den hatten wir. Der Zug. Vorne. Ah ne, da waren wir auch. Da hat man uns gesagt, dass es nachts ist dahin geht. Da ist ein Reklameschild für die schwimmenden Laternen. Hier steht, dass die Laternen nicht wie an anderen Orten ins Meer getragen werden, sondern aus japanischen Papierballons gefertigt sind und mit Hilfe einer warmen Kerze im Inneren in die Luft steigen. Es gibt ein Bild der Laternen, auf dem sie wie Glühwürmchen emporfliegen und mit dem Licht der Sterne zu einer einzigen brillanten Illumination verschmelzen. Außerdem steht dort, dass diese Tradition in der Kamakura-Zeit angefangen hat. Allerdings sind die Gründe hierfür mittlerweile verloren gegangen. Keiner erinnert sich mehr an sie. Ich sehe Laternen wie Phantome des Lichts nach oben steigen. Über hunderte von Jahren wurden diese Lichter Jahr für Jahr ohne Ausnahme von den Menschen in den Himmel geschickt. Sie werden zu einem großen Lichtermeer, das beinahe so hell wie der Tag erstrahlt. Die Luft flackert. Eine Laterne nach der anderen steigt empor. Als ich ihnen dabei zusehe, verschwinden die Lichter vor meinen Augen. Vor einer Sekunde noch war alles miteinander verschmolzen. Doch nun fühlt es sich wie Wasser an, das aus einem Wasserfall in Richtung Vergangenheit rauscht und dabei die Nacht ganz langsam weiter verdunkelt. 10 weitere Lichter. Sie schweben unbeirrt fort und tauchen in die Dunkelheit ein. 5, 4, 3, 2. Die letzte Laterne, ein letztes Mal hell leuchtend, zittert, als ob sie fürchtete, dass ich sie aus den Augen verlieren könnte. Ich höre eine Katze miauen.
Und noch einmal. Dieses Mal klingt es etwas höher. Also sind es zwei Katzen. Es kommt vom Bambushain neben dem Tempel. Dann ertönt eine ruhige, neutrale Stimme in meinem Kopf. Ich möchte dir die Anfänge der Laternentradition an diesem Ort zeigen. Du scheinst es vergessen zu haben. Das letzte Licht vor meinen Augen schwebt in Richtung Bambushain davon. Als ob es mich einladen würde, ihm zu folgen. Als ob es mich dazu bringen wolle, mich an etwas noch Wichtigeres zu erinnern. Die Reklametafel. Wir müssen also zum Bambushain. Ich höre eine Männerstimme. Dies ist ein Andenken an meinen Vater und die verstorbenen Prinzessin. Wir sollten es hier platzieren und einen Tempel bauen. Vergebt mir beide, dass ich euch an diesem Ort vergrabe, so weit entfernt vom Land unserer Ahnen. Bitte vergebt mir. Wir sollten einen Tempel bauen, so gut es nur geht. Unsere Werkzeuge und Arbeitskräfte sind zwar begrenzt, doch wir werden unser Bestes versuchen. Außerdem haben wir Zeit. Einige Menschen um ihn herum weinen. Was ist das hier? Spielt sich das in der Zeit ab, in der der Tempel gebaut wurde? Jetzt ist es ein kleiner, aber hübscher Tempel. Doch vor langer Zeit diente er offenbar als ein Andenken an jemanden. Die Lichterkugel biegt nach links ab und folgt dem Bergpfad. Der nächtliche Bergpfad sieht aus, als hätte die Dunkelheit ihren Schlund für mich geöffnet und macht mir Angst, dass ich für immer in dieser dunklen, endlos tiefen Welt gefangen sein könnte. Auch dann erinnere ich mich an die Stimme von zuvor, die mir sagte, dass ich mich an etwas Vergessenes erinnern solle. Diese Worte klingen in meinem Kopf und fesseln mich, sodass es sich anfühlt, als ob ich in den Bergpfad hineingezogen würde, ohne jegliche Empfindungen in den Armen und Beinen. Wir sollen also den Bergpfad hinauf. Boah, es ist teilweise echt dunkel. Das stimmt. Das ist nichts. Nichts verglichen damit, alles verloren zu haben und sich durch diese Berge kämpfen zu müssen. Dieser endlos schlammige Weg. Ein Gefühl mehr in den Füßen, das Essen aufgebraucht. Und doch ist all das nichts im Vergleich dazu, was wir bereits verloren haben. Es ist erneut die Stimme eines Mannes. Dann sehe ich Menschen, Dutzende von ihnen, Männer, Frauen, jung und alt. Sie wandern geräuschlos durch die nächtlichen Berge. Ich sehe genauer hin und stelle fest, dass sie allesamt schmutzige, zerrissene Kimonos tragen. Viele von ihnen tragen außerdem Schwerter an ihrer Seite. Dies ist keine Vision aus der heutigen Zeit. Vielleicht ist sie mit dem Ursprung des Laternenfestes verbunden. Es ist, als ob ich von einer leicht schwebenden Position aus von oben auf sie herabschaue. Sie können mich nicht sehen und wissen nicht, dass ich da bin. Mein Körper ist leicht und in der Schwebe, wie eine dieser Laternen. Ich kann die Ausdrücke in ihren Gesichtern klar und deutlich erkennen. Ihre Körper sind erschöpft. Einige von ihnen laufen sogar barfuß, vermutlich, weil ihre Sandalen kaputt gegangen sind. Ihre Füße, Fußnägel und Beine bluten. Doch offenbar hatten sie bisher keine Zeit, sich Gedanken über diese Verletzungen zu machen, geschweige denn, eine Pause einzulegen. Ach, eine alte Frau stolpert, ihre Füße brechen unter ihr zusammen. Sie ist vermutlich am Ende ihrer Kräfte. Sie hebt ihre Arme und versucht, den Ärmel eines Mannes zu greifen, der an ihr vorbeiläuft. Der Mann ist jung und klein. Er entschuldigt sich, sieht weg und geht weiter. Die anderen tun es ihm gleich. Niemand hält an, um ihr zu helfen. Niemand versucht, sie hochzuheben und zu tragen. Sie wird von der erschöpften Gruppe zurückgelassen, allein in der Dunkelheit. Das bedeutet, dass es nicht das erste Mal war, dass die Gruppe in ihrer Erschöpfung jemanden zurücklassen musste, während sie auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort war oder vor jemandem flüchtete. Sie laufen einfach immer weiter, getrieben von tiefer Verzweiflung und dem animalischen, halb unterbewussten Instinkt derjenigen, die genug Stärke haben, um so lange wie möglich durchzuhalten. Danach sieht es aus. Was? Saing wurde getötet? Bist du sicher? Ja, Lord Saing und seine Männer haben tapfer gekämpft, doch ihre Festung wurde überrannt und ist dem Feind zum Opfer gefallen. Es musste hart für ihn gewesen sein, euch und die Prinzessin zurückzulassen. Bitte, Lord Aritachi, nehmt euch zusammen. Ich höre diese Stimme aus der Dunkelheit.
genauso wie das scheppernde Geräusch von Waffen, Kerzenlichter, die Anwesenheit mehrerer Männer. Ich sehe eine Szene aus einer lang vergangenen Zeit. So viel steht fest. Aritachi. Dieser Name klingt nostalgisch für mich. Wer war er gleich? Der Mann beißt sich hart auf die Lippen, faltet seine Hände und starrt auf den Boden, als ob er ein Loch darin bohren wolle. Seit Jahrzehnten haben wir gekämpft. Einmal waren wir für eine Weile erfolgreich und haben sie zurückgedrängt, doch dann wendete sich das Blatt und der Feind schlug zurück. Nicht viele von uns sind übrig geblieben. Den wagemutigen Saing an unserer Seite zu haben, war vielleicht das Letzte, was uns moralischen Halt gegeben hat. Das ist mir voll und ganz bewusst. Ihn zu verlieren könnte den Todesstoß für uns bedeuten. Lord Saing war seit der Herrschaft ihres Vaters an unserer Seite. Ich empfinde auch für seine Tochter, Lady Rai, unendliche Trauer. Aha. Aritachi. Eine junge Frau sitzt allein in einem Zimmer, das von blauem Mondlicht erhellt wird, und liest etwas im Schein einer Kerze. Der Herr dieses Schlosses, ein junger Mann namens Aritachi, tritt ein. Wie ich sehe, seid ihr wie immer begeistert am Lesen. Bei dieser Anmerkung löst sie die Augen von ihrem Buch und sieht ihn an. Das Mondlicht scheint glitzern zwischen ihren langen Wimpern hindurch. Ja, genau wie ihr, mein Lord. Ist es vielleicht seltsam für eine Frau wie mich, so viel zu lesen? Sie lächelt Aritachi an. Er dreht seinen Kopf zur Seite, unfähig, sie direkt anzusehen. Einen Moment lang herrschte eine schwere Stille, während er versucht, ein schwieriges Thema anzusprechen. Die Frau spricht weiter. Vielleicht hat sie sein Zögern bemerkt, vielleicht auch nicht. Aber ich spüre es ganz deutlich, dieser Kampf wird bald enden. Sobald das passiert, dürfen wir nicht länger nur tatenlos trauern. Stattdessen muss ich, sobald die Welt zu einem besseren, zu einem Ort des Friedens geworden ist, etwas Schönes in mir wachsen lassen. Es hegen und pflegen. Ich hoffe, dass ich bald die Möglichkeit dazu finden werde, all das Wissen und die Geschichten, die ich gelernt habe, mit den Menschen zu teilen. Egal ob Gedichte oder ferne Länder, Aufzeichnungen dieses Krieges oder Legenden eurer Großartigkeit, Aritachi. Immerhin erleihen unsere Leute und Soldaten in diesen unruhigen Zeiten ein solch großes Elend, dass sie kaum mehr Zeit für irgendetwas Schönes haben. Ihr habt ein edles, reines Herz. Es ist eher unwahrscheinlich, dass euch gestattet wird, so zwanglos mit dem gemeinen Volk zu sprechen. Aber warum nicht? Die Welt verändert sich stetig. Oder vielleicht sind wir diejenigen, die sie ändern sollten. Die Prinzessin lächelt sanft, doch Aritachis Miene bleibt hart. Die Welt verändern. In der Tat. Wenn ich nicht in solchen Zeiten geboren wäre, hätte ich mein Leben gern der Poesie und dem Gesang gewidmet. Doch alles, was ich tun kann, ist kämpfen. Es herrscht erneutes Schweigen. Es ist eine harte und schwere Stille, in der die Schatten des einfallenden Mondes sich durch den Raum zu bewegen scheinen. Aritachi durchbricht diese Stille, obwohl er es nicht übers Herz zu bringen scheint, den wahren Grund für sein Kommen zur Sprache zu bringen. In der Nacht, in der ihr das erste Mal hierher gekommen seid, leuchtete am Himmel ein ebenso schöner Mond wie dieser. Ich wollte euch erst nicht sehen. Saing war lange Zeit ein Verbündeter meines Vaters. Und dann hörte ich von seiner Tochter, der Tochter eines so bedeutsamen Mannes, und dass ich sie zur Frau nehmen sollte. Ein solcher Plan sieht meinem Vater ähnlich. Ich fühlte mich hilflos wie ein Blatt im Wind, das durch seine Ambitionen mitgerissen wurde, um voll und ganz von ihm eingenommen zu werden, bis ihr tatsächlich aufgetaucht seid, bis ihr diesen Ort das erste Mal betratet und ich eure Schönheit und euren Edelmut bewundern konnte. Er schweigt erneut. Die Prinzessin spürt etwas in seinem Verhalten. Lord Aritachi, ihr seid gekommen, um mir etwas zu sagen, nicht wahr? Fragt sie. Entschlossenheit legt sich über sein Gesicht. Dein Vater ist von uns gegangen. Mir wurde berichtet, dass es ein tapferes und ehrenhaftes Ende war. Ich verstehe, was habt ihr nun vor? Weiterzukämpfen, ich habe keine andere Wahl. Aber ist es wirklich das, was ihr wollt? Ach nein, ich sollte solche Dinge nicht fragen. Dürfte ich bitte für einen Moment allein sein? Ich würde gern noch ein wenig Mondlicht baden. Jetzt sehe ich eine Szene aus einem anderen Raum. Eine weitere Gruppe von Männern hat sich versammelt. Sie unterhalten sich leise und blicken dabei in alle Richtungen. Da unser Lord gefallen ist, nachdem er von ehemaligen Verbündeten verraten wurde,
und der junge Aritachi seinen Platz einnehmen musste, ist es verständlich, dass die Anwesenheit von Lord Sein unseren Männern eine große Stütze war. Jetzt wird es für uns alle um einiges härter. Wie geht es Prinzessin Rai? Sie ist in einer Depression versunken und schaut die ganze Nacht zum Mond hinauf, ohne auch nur einmal in ihr Bett zu gehen. Uns sind nur wenige Soldaten und Lord Aritachi geblieben. Was können wir auf diese Weise erreichen? Wir müssen Prinzessin Rai beschützen. Auch wenn wir zahlenmäßig unterlegen sind, ist ihr Blut der Beweis unserer Legitimität. Das ist wahr. Aber was ist mit Lord Aritachi? Er ist ein guter Herrscher. Wenn nicht gerade ein Krieg wie dieser herrscht. Er ist weniger ein Kämpfer. Stattdessen sehnt er sich noch immer nach seiner Feder und seinen Gedichten. Sein Vater und Lord Sein müssen ihren Tod gleichermaßen bereut haben. Jetzt, wo die Zukunft unseres Landes noch immer derart ungewiss ist. Das kann ich nachvollziehen. Mit Lord Aritachi und der verbleibenden Zahl an Kämpfern brauchen wir nicht darauf zu hoffen, die Moral aufrechterhalten zu können. Doch wenn wir jetzt einknicken, wird unsere Gerechtigkeit mit Füßen getreten. Das sind die Themen, über die sie sprechen. Ich sehe noch weitere Dinge vor meinem geistigen Auge. Die Ängste der Menschen, Fragmente ihrer Unterhaltungen sowie ihre besorgten Gesichter. All das unterstreicht die Angespanntheit, unter der sie in dieser schier ausweglosen Situation leiden. In diesem Moment kommt ein Soldat ans Tor geritten und beginnt zu klopfen. Er sieht schlimm aus, als ob er dem Feind nur knapp entkommen war. Der Soldat durchquert das Tor, faltet ein sorgsam eingewickeltes Tuch auseinander und überreicht Aritachi und Prinzessin Rai das Schwert von Lord Sein. Er erklärt, wie der Lord dieses Schwert dazu benutzt hat, seinen rituellen Selbstmord durchzuführen. Der Soldat war von ihm beauftragt worden, diese Waffe seiner Tochter zu bringen. Weshalb er zur Erfüllung seiner Pflichten ohne Pause durchgeritten war. Die Prinzessin, die bisher so standhaft geblieben war, zieht das Schwert und bricht lautlos weinend in sich zusammen. Doch es bleibt keine Zeit für intensive Trauer, denn der Soldat hat weitere wichtige Informationen zu übermitteln. Feindliche Kräfte nähern sich aus drei verschiedenen Richtungen. Wir werden jeden Moment zu sehen sein. Obwohl sie versuchen, alle verbliebenen Kräfte zu bündeln, sehen Aritachi und seine wenigen Männer sich nicht imstande, diesen Angriff wirksamen Widerstand zu leisten. Die Zeit vergeht schnell und ohne jede Rücksicht auf ihre Notlage. Zwischen all den Fragmenten, die ich von diesen Ereignissen zu sehen bekomme, zeigt eines davon Aritachi, wie er die Prinzessin aufsucht. Der finale Kampf ist alsbald da. Da das Blut eurer Mutter in euch fließt, wissen wir nicht, was der Feind mit euch anstellen wird, falls ihr in seine Hände gerät. Wenn wir eine Niederlage erleiden, müsst ihr tun, was getan werden muss. Lord Aritachi, ich habe eine wichtige Bitte. Langes Schweigen. Ich sehe, wie die Kerzen im Raum immer kürzer werden. Zumindest fühlt es sich so an. Ich habe die ganze Zeit an etwas gedacht. Nun bin ich davon überzeugt, dass es die einzig richtige Entscheidung wäre. Ich bitte euch, bitte ergebt euch dem Feind. Wenn ihr weiterkämpft, werden nur noch mehr unschuldige Menschen sterben, sonst nichts. Bitte beschützt das Land, das Leben eurer Vasallen und Minister. Das kam unerwartet. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen diese Worte auf ihn haben. Doch was er von dieser Idee auch halten würde. In seiner Position kann er sie unmöglich akzeptieren. Auch wenn es sich dabei um einen innigen Wunsch seiner Frau handelte. Und das aus dem Mund der Tochter von Sein, dem tapferen Helden, der in Ehre von uns ging? Nein, ihr seht in mir auch nur ein Feigling, nicht wahr? Nachdem mein Vater und Sein von uns gegangen sind, denkt ihr noch immer, dass ich es nicht würdig bin, meine Männer anzuführen. Sein Ausdruck zeugt nicht von Wut, sondern von Traurigkeit und so etwas wie Enttäuschung. Nein, das will ich damit nicht sagen. Bitte glaubt mir. Glaubt ihr etwa, mein Vater hat sich unsere Vernichtung herbeigesehnt? Es fällt mir schwer, das zu sagen, doch mein Vater hat in seinen letzten Tagen immer wieder dieselben Worte wiederholt. Dass, wenn ihm etwas zustoßen sollte. Diese Worte reichen Aritachi, um nach draußen zu stürmen und den Wächtern anzuordnen, das Zimmer zu verschließen und die Prinzessin nicht hinauszulassen, bis der Kampf beendet sei. Am nächsten Morgen werden die Berge vom Sonnenlicht, das durch die aschgrauen Wolkenbänke fällt, sanft beleuchtet. In der Ferne breiten sich feindliche Truppen aus und umzingeln die Festung vollständig. Angesichts dieser unüberwindbaren Hürden wirkt die Festung wie eine Lehmhütte, die sie gefangen hält.
Ein Lichtstrahl, der durch die Wolken bricht, fällt auf die Gesichter der Feinde. Und als hätten sie dies als Signal genommen, entfachen sie darauf ihren Sturm brennender Pfeile. Es sieht fast so aus wie der Laternenschwarm, den ich zuvor beobachtet hatte. Doch dieser Schwarm beinhaltet die brodelnde Absicht des Bösen. Es braucht nur einen Moment, bis das Feuer sich ausgebreitet und die Festung in absolutes Chaos versetzt hat. Soldaten rennen mit Wasser umher, doch die brennenden Pfeile fallen schneller herab, als sie gelöscht werden können, sodass das Feuer immer höher steigt. Die Tore und Wachtürme stehen bereits in Flammen. Wenn es so weitergeht, werden Aritachi und seine Männer nicht vermeiden können, dass der Feind den Burgfried erreicht. Inmitten der Schreie voller Wut, Angst und Verzweiflung passiert etwas Unerwartetes. Ein Donnerschlag erklingt, so laut, als ob er die Welt entzweien wolle. Die Wolken werden immer schwärzer und ein senkrechter Sturmring prasselt herab, als ob die Festung sich am Fuße eines Wasserfalls befinden würde. Da der Boden sich unmittelbar in Schlamm verwandelt und keine der beiden Seiten in diesem Wolkenbruch manövrieren kann, erfolgt ein erzwungener Waffenstillstand. Die Feuer werden ebenfalls gelöscht. Doch niemand jubelt. Das Problem ist nun viel größer als die brennenden Pfeile und Flammen. Denn sobald der Ring aufhört, wird der Feind hineinstürmen und die Festung überrennen. Das wäre das Ende dieses langen Kampfes. Alle spüren die Schwere und Härte des Rings. Dann ertönt mit einem Mal der unheimliche Klang eines Muschelhorns. Aus einem nebligen Wald in einer anderen Richtung als die des Feindes bewegt sich etwas dunkel Glänzendes auf die Festung zu. Inmitten des Rings waren vier Träger mit bedeckten Köpfen eine Sänfte gekonnt über den durchtränkten Boden und kommen langsam auf die Festung zu. Die Wächter befehlen ihnen anzuhalten und ihren Namen zu nennen, doch die sich nähernden Männer schenken ihnen keine Beachtung. Einer der Soldaten stürzt hinaus, um die Identität der Neuankömmlinge in Erfahrung zu bringen. Nachdem er sie eine Weile observiert, mit ihnen geredet und das Innere der Sänfte überprüft hat, kommt er zurück, um Bericht zu erstatten. Lord Aritachi, jemand, der sich als Mönch ausgibt, fragt nach einer Audienz bei euch. Mitten in diesem Kampf? Du bist wahrscheinlich ein Gesandter des Feindes. Ich habe sie alle eingehend überprüft und konnte keine Waffen finden. Sie haben wiederholt behauptet, keinem Krieger zu dienen, sondern hoffen darauf, diejenigen helfen zu können, die zu Gott beten. Denjenigen. Der Mönch sagte, dass wir eine Chance hätten, dieser Zwangslage zu entkommen, sofern wir einer Audienz zustimmen, bevor der Ring endet. Diese gerissenen Hunde, was wollen sie bloß? Ein weiterer Donnerschlag erklingt. Doch für einen Moment scheinen die Wolken in eine Decke des Himmels auszureißen und der Ring langsamer zu werden. Sobald der Ring aufgehört hat, wird der Feind mit Sicherheit erneut angreifen. Aritachi blickt in die Ferne. Um die Welt zu verändern und mit den Menschen über Gedichte zu sprechen. Mein Lord, nichts, du hast nach Waffen und Giften und Ähnlichem gesucht, richtig? Ja, ich habe sie gründlich durchsucht. In Ordnung, schauen wir mal, wohin uns das führt. Wenn sie auch nur eine verdächtige Bewegung machen, verpasse ihnen auf der Stelle einen Schlag mit dem Schwert. Bereite dich nun darauf vor, ihnen Eintritt zu gewähren. Die Tore öffnen sich und die beunruhigende schwarze Sänfte wird hereingelassen. Ein Mann mit einem schwarzen Tuch um seinen Kopf steigt aus. Er geht auf Aritachi zu und sinkt auf die Knie. Entferne dein Tuch, ich muss dir ins Gesicht sehen. Selbstverständlich, bitte verzeiht, falls ich euch beleidigt haben sollte. Der Mann hebt mit beiden Händen das Tuch von seinem Gesicht. Er sieht alt aus, doch seine Haut ist seltsam strahlend. Außerdem ist er völlig haarlos, weder Augenbrauen noch Wimpern. Seine Miene ist so starr, dass sein Mund an seinem Gesicht wie festgeklebt wird. Doch die Augen leuchten. Er sieht so seltsam aus, dass mir ein Schauer über den Rücken läuft. Wie etwas aus einer anderen Welt. Statt einem Gott, der sie vielleicht retten könnte, wirkt er eher wie ein Gesandter des Todes. Offenbar steckt ihr in Schwierigkeiten. Der Mann stößt ein trockenes Lachen aus den Tiefen seiner Kehle. Es freut mich, dass ihr offensichtlich Spaß daran habt. Wir sind nur bescheidene Mönche, die versuchen, so viel wie möglich aus dieser wilden und gefährlichen Welt zu retten. Erlaubt uns unsere Gebete für dieses leichenübersäte Land zu sprechen. Was plant ihr? Ich lasse keine List zu. Ich versichere euch, dass wir nichts planen. Meine Brüder und ich streben lediglich danach, Leben zu retten.
Diese Welt ist ein Ort spiritueller Ausbildung, überfüllt mit Schmerz. Wir gehen unseren Weg und schulen uns, indem wir für andere beten. Es scheint, als ob ihr und eure Männer zutiefst leidet. Selbst ein Blinder kann das sehen. Sobald der Ring endet, geht der Kampf weiter und wird uns mit Sicherheit das Leben kosten. Bei dieser Aussage Aritachis stößt der Mönch erneut sein trockenes Lachen aus. Die Männer um ihn herum wirken verstört und greifen nach ihren Schwertern, doch Aritachi wirkt ab. Der Mönch fährt fort. Möchtet ihr einen Handel mit unserem Gott eingehen? Wir haben die Macht, euch ein Angebot zu unterbreiten. Einen Handel? Wir sehen alles. Ihr seid bereits seit einiger Zeit von einem bösen Geist besessen, der euren Familienstamm zerstören wird. Wir können diesen Fluch bannen. Denkt einen Moment nach, ihr wisst bestimmt, worüber ich spreche. Ein alter, blinder Minister ergreift das Wort. Das kann sein, Aritachis Zeiten deines Vaters und Großvaters waren wir erfolgreich. Doch von jetzt auf gleich wandte sich alles gegen uns. Unsere Feinde bekamen, was sie wollten. Und unsere stärksten Krieger fielen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dies das Werk eines bösen Geistes ist. Aritachi scheint noch immer nicht sehr überzeugt. Ihr könnt diese Geschichte ebenso unseren Feinden erzählen. Was wollt ihr? Wir wollen nichts, fast nichts. Um euren Wunsch zu gewähren, gibt es nur eine Sache, um die wir euch bitten wollen. Das ist alles. Habe ich es doch gewusst. Und was wäre das? Wir haben nicht viel übrig, dass wir euch gehen können. Wir wollen keine Schätze. Wir möchten lediglich, dass ihr und diejenigen, die gerettet wurden, die spirituelle Ausbildung in den kommenden Generationen weiterführt. Und was bedeutet das? Ich spreche von eurer Wiedergeburt in der Zukunft. Es ist wirklich nichts Besonderes. Die wahre Natur dieser Welt unterliegt der Kausalität und dem Schicksal. Diese beiden Dinge erscheinen einfach als unterschiedliche Schwankungen. Ob Kausalität oder Schicksal, der gegenwärtige Moment, in dem wir leben, befindet sich in diesem Fluss. Wir sind diejenigen, die ihre Hände sanft in den endlosen Strom dieses Flusses halten. Unsere Handflächen neigen und den Lauf der Dinge so ein klein wenig verändern. Daraus resultiert dann eine veränderte Kausalität mit anderer Gegenwart und Zukunft. Das Volumen des Wassers, seine Reinheit und seine Unreinheit. Nichts davon wird verändert. Das Gleichgewicht der Welt bleibt bestehen. Und doch kann der Untergang eures Familienstammes und eurer Leute verhindert werden. Mit Hilfe unserer Gebete ist dies möglich. Sofern ihr gewollt seid, die Last des Schicksals zu tragen und ein gewisses Maß an Verständnis für diese Welt zu akzeptieren. Alle Zuhörer haben einen verwirrten Ausdruck auf ihrem Gesicht, unfähig, sich aus der Erzählung des Mönches seinen Sinn zusammenzureihen. Doch als sie hörten, dass sie dem Untergang entgehen könnten, fühle ich, wie die Herzen aller Anwesenden höher schlagen. Der Mönch hat ein ziemliches Geflecht aus Wörtern gesponnen, als ob er seine Zuhörer auf unheimliche Weise an sich binden wolle. Ich kann nicht glauben, dass das so einfach sein soll. Warum solltet ihr so etwas tun? Was wollt ihr? Könnt ihr es nicht fühlen? Wir sind diejenigen, die zwischen dieser und der nächsten Welt geboren wurden. Wir intervenieren in dieser Welt ganz sanft und schützen die Seelen auf diese Weise davor, in die unendliche Dunkelheit der Kausalität zu versinken. Wenn ihr uns nicht glauben könnt, wird dies euer Ende sein. Vielleicht wäre es für euch leichter zu akzeptieren, wenn ich euch sage, dass wir diesen Regen gerufen haben, um mit euch sprechen zu können. Ihr hört den Regen noch immer, nicht wahr? Und wie er langsam wieder schwächer wird. Unmittelbar nachdem wir diesen Ort verlassen, wird sich der Himmel klären und der Feind euch angreifen. Falls es das ist, was ihr wünscht, so können wir dies leicht arrangieren. Aritachi und seine Minister tauschen Blicke aus. Tief in ihrem Herzen haben sie noch immer dieses bezweifelnde Gefühl, dass Behauptungen des Mönches fernab jeder Logik und viel zu plötzlich und selten kämen, als dass man sie auf Anhieb glauben könnte. Auf der anderen Seite gab es offenkundig keinen anderen Weg, um gerettet zu werden. Und die beschwörenden Worte des Mönches haben sie stark beeinflusst. Also gut, sprecht eure Gebete. Wenn nichts passiert, werden Köpfe rollen. Der Mönch nickt zufrieden und seine vier Begleiter treffen unmittelbare Vorbereitungen. Sie beginnen eine Art Zauberband zu singen, ein langes, ununterbrochenes Lied. Dann entfachen sie ein Feuer, bilden einen Kreis darum und beginnen mit ihrem Gebet. Die Zeremonie dauert die ganze Nacht, gegen Morgen beginnt der Himmel sich zu klären. Er ist das komplette Gegenteil zum Tag davor.
bei klarem Blau und ohne eine einzige Wolke. Die Mönche sitzen um das erloschene Feuer und bewegen sich nicht mehr. Aritachi und die anderen sind die ganze Nacht wach geblieben, um sie beim Beten zu beobachten. Nun, da die Mönche ihre Bewegungen und das Beten vollständig eingestellt haben, springen die Männer mit einem Satz auf. Hey, habt ihr eure Gebete beendet? Aritachi greift nach dem Gewand des Mönches. Mit einem Rascheln fallen das Kopftuch und die Robe in einem leeren Haufen in sich zusammen. Was hat das zu bedeuten? Sie sind verschwunden, wohin sind sie gegangen? Da kommt eines der Dienstmädchen der Prinzessin mit bleichem Gesicht angelaufen. Lord Aritachi, Prinzessin Rei ist plötzlich erkrankt, bitte, ihr müsst sofort kommen. Aritachi läuft zum Zimmer der Prinzessin, er öffnet die Tür und sieht sie krank auf dem Bett liegen, hustend und spuckend. Als sie ihn in der Nähe bemerkt, hebt sie beide Arme. Es scheint, als könne sie nicht einmal mehr sehen. Doch sie hat Aritachi dank seiner Körperwärme und seines Atems erkannt. Sie nimmt sein Gesicht in beide Hände und hält seine Wangen fest. Dann spricht sie mit schnell schwächender Werner Stimme. Lord Aritachi, vergebt mir. Jetzt verstehe ich alles. Dies ist eine Art von Bestrafung, da bin ich mir sicher. Ihr wart so freundlich zu mir, mit Leib und Seele. Und ich habe diese Freundlichkeit hintergangen. Wovon spricht ihr, Prinzessin Rei? Erklärt euch. Ich bin Rei, Tochter von Sein. Sein gab vor, eurem Vater als tapferer General zu dienen. Doch in Wahrheit dient er euren Feinden. Was sagst du da? Nicht jedoch aus egoistischen Gründen, Aritachi. Er wollte diesen Kampf so schnell wie möglich beenden und der Welt Frieden bringen, das glaube ich ganz fest. Seit ich denken kann, wurde mir meine Stellung immer wieder klar gemacht. Sie wurde mir immer und immer wieder erklärt, was das Wichtigste sei, das ich tun müsste, wie ich mich verhalten müsste, wenn ich eure Braut bin, Lord Aritachi. Unfähig etwas zu sagen, hört Aritachi stillschweigend zu, wie die Prinzessin weiterspricht. Nur ein einziges Mal hat mein Vater mir etwas Schreckliches erzählt. Ich werde nie vergessen, welchen Ausdruck sein Gesicht an diesem Tag hatte. Wenn ihm jemals etwas zustoße, wenn er durch eine der beiden Seiten umkäme, würde er mir unter Berücksichtigung seiner damaligen Situation ein entsprechendes Andenken zukommen lassen. Falls es die Haarnadel meiner Mutter wäre, solle ich mich dir anschließen und rechtmäßig an deiner Seite leben. Das war seine ausdrückliche Anweisung. Falls dir das Schwert wäre, sollte ich es sofort dazu benutzen, dich niederzuschlagen und dem Feind die Tore zu öffnen. Nein. Aritachi blickte auf das Schwert, das der Bote überbracht hatte und das jetzt in der Ecke des Raumes lag. Ich wollte euch retten. Gleichzeitig wollte ich diesen Kampf so schnell wie möglich beenden. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, mir das alles von der Seele zu reden. Ich hoffe, dass ihr mich nicht dafür hasst. Das reicht. Bitte schweigt nun. Nein, da ist noch eine Sache. Ein Signal, von dem mir mein Vater erzählt hat. Die Prinzessin sollte von der Festung aus zwei Rauchzeichen schicken, um den Feind zu informieren. Das würde ihnen zu verstehen geben, den Angriff für eine Weile zu pausieren. Aritachi befiehlt den Ministern, genau dies zu tun. Wenn das die feindliche Attacke wirklich stoppen sollte, wäre es ebenso der Beweis dafür, dass ihr Vater tatsächlich mit dem Feind unter einer Decke steckt. Die Stimme der Prinzessin wird zunehmend schwächer und ist nur noch mühsam zu verstehen. Aritachi hält sein Ohr an ihren Mund. Sie greift in ihr Gewand und nimmt etwas Kleines heraus. Bitte, nehmt dies mit euch. Es ist etwas, das in der Familie meiner Mutter weitergegeben wurde. Etwas, das die heiligen Priesterinnen benutzt haben. Ich bin sicher, dass es euch führen wird, Lord Aritachi. Mit diesen Worten schläft sie friedlich ein. Aritachi legt ihren Kopf sanft ab. Der Himmel klärt sich auf und die Morgensonne scheint hell herunter. Der Feind jedoch bewegt sich kein Stück. Das Einzige, was man hört, ist der Gesang der Vögel und des Windes. Aber nein, da ist noch etwas, das Knistern von zwei Signalfeuern. Eines von ihnen dient dazu, den Körper von Prinzessin Rei einzuäschern. Lord Aritachi, wir müssen gehen. Es tut mir leid, ich kann auch nicht gehen. Diejenigen, die gehen möchten, sollen es tun. Aritachi wartet so lange wie möglich damit, die Knochen von Prinzessin Rei einzusammeln. Als die Rauchsignale erlöschen und der Feind dabei beobachtet wird, wie er seinen Angriff weiter vorbereitet, flüchtet Aritachi durch das Hintertor. Als er und ein paar seiner engsten Gefolgsmänner entschlüpfen, ist der Rauch fast vollständig verflogen und der Feind eröffnet ein weiteres Mal sein Feuerring. Die Luft an diesem Tag ist trocken, die Festung wird augenblicklich von den Flammen verschluckt.
Das ist nicht alles. Das Feuer geht auch auf den Wald über, in den Aritachi geflohen ist. Er verbreitet sich schnell. Während Asche durch die Luft fliegt und das Feuer immer näher kommt, flüchtet sie mit angesenkter Kleidung verzweifelt in eine Ecke, die noch nicht brennt. Die Feinde greifen bereits den Burgfried an, doch sie werden schnell feststellen, dass er leer ist, und ihn folgen. Aritachi und alle anderen, die fliehen konnten, schaffen es, sich zu treffen. Es sind nur wenige Dutzend von ihnen übrig. Dann beginnt ihre Flucht aus dieser brennenden Hölle. Unter ihnen sind sowohl junge Dienstmädchen als auch ältere Leute. Alle, die nicht Schritt halten können, werden gnadenlos zurückgelassen. Sie sind länger als eine Woche unterwegs durch die Berge. Einer der Minister klammert sich an die Idee, sich neu zu gruppieren, um eventuell eine wohlgesonnene Truppe zu finden, der sie beitreten können und damit zu mehr Stärke verhelfen könnten. Doch als ihnen die Nahrung ausgeht und sie Regenwasser trinken und Baumblätter kauen müssen, um zu überleben, lassen diese ehrgeizigen Vorschläge nach. Sie wollen nur noch dem Feind entkommen und einen sicheren, ruhigen Ort finden. Als sie mit der Zeit sehen, wie diejenigen, die gestern noch an ihrer Seite waren, plötzlich sterben, stolpern sie im Rausch der Halluzination weiter und wechseln irgendwann in den puren Überlebensinstinkt. Sie möchten einfach nur noch irgendwas finden, in dem sie ein klein wenig länger überleben können. Eine Hütte, ein heruntergekommenes Haus oder eine Grube. Oh Mann. Was für eine Geschichte, ey. Was für eine Geschichte. Der absolute Wahnsinn. Als die Gruppe kaum noch einen Schritt gehen kann und die Menschen langsam aber sicher an ihre Grenzen gekommen sind, finden sie ein Dorf, durch den ein kleiner, sprudelnder Fluss fließt, der sie endlich mit frischem Wasser versorgt. Sie folgen dem Fluss und die verbleibenden Mitglieder von Aritachis Gruppe, lediglich 10 von ihnen sind übrig geblieben, schauen vom Wasserfall aus auf eine kleine Bucht. Vermutlich sind sie hier in Sicherheit, auch wenn keiner von ihnen es laut auszusprechen wagt. Das Sonnenlicht steigt aus dem Nebel tief in den Bergen über den Horizont empor und bringt das Wasser zum Glitzern. Da ist Flachland, das sich bestens zum Anbau von Reis eignet. Und der ruhige Strand ist voller Fische, die leicht zu fangen sein wollen. Sie sehen sich sorgfältig um und vergewissern sich, dass keine gefährlichen Tiere zugegen sind oder das Risiko besteht, von Feinden aufgefunden zu werden. Sie waschen ihre Kleidung und ihre Körper in dem Wasser und erholen sich ein wenig. Teilweise sieht man sogar ein Lächeln auf ihren Lippen. Sie basteln Werkzeuge, fällen Bäume und bauen grobe Behausungen, das auch einige mit Erfahrungen in Schmieden und Zimmern überlebt haben. Rettet die ganze Gruppe. Anfangs sind sie sogar mit dem Feuer vorsichtig, da sie ihre Position nicht dem Feind preisgeben wollen. Doch es taucht kein Verfolger auf. Aritachi weist die Menschen an, ein Dorf zu bauen. Sie sammeln Kräuter und Bergpflanzen, fangen Fisch und finden Kulturen, die sie anbauen und mit denen sie Felder pflanzen können. Die Jahreszeiten wechseln sich ab, die Jahre vergehen. Und schließlich hat sich eine kleine Siedlung gebildet. Den All des Nebels im Sommer nennen sie den Ort Sommernebel, Natsugiri. Als ein junges Paar heiratet und ihr erstes Kind geboren wird, findet eine große Feier statt. Für viele Jahre noch hegen sie die Angst, dass ihre in Ungnade gefallenen Verfolger hier auftauchen könnten. Doch je mehr Zeit verging, ohne dass etwas passierte, verschwand diese Sorge. Sie sind sich nicht ganz sicher, wie weit dieses Gebiet vom Territorium ihres Feindes entfernt liegt. Doch es ist ruhig, reich an Natur und offenbar sehr sicher. Die Angespanntheit des Krieges löst sich immer mehr aus dem Herzen der Menschen. Und genau wie Prinzessin Raya und Aritachi es sich erträumt hatten, finden sie Freude an Gedichten, Gesang und Geschichten und feiern die sich wechselnden Jahreszeiten. So ist also dieses kleine Dörfchen entstanden. So schließt sich der Kreis. Nach mehr als 10 Jahren ist Aritachi noch immer alleinstehend. Man hatte ihm gesagt, dass das Schicksal diejenigen trifft, die gerettet worden waren. Er wusste nicht, ob damit er selbst nach seiner Wiedergeburt gemeint war oder seine Nachkommen. Doch er kämpft noch immer mit dem Schmerz über den Verlust von Prinzessin Rai, sowie mit der Traurigkeit über all den Betrug, den er allein musste.
Er macht diesen Kampf mit sich alleine aus. Mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Davon. Im Sommer, einige Jahre später, sterben einige von denen, die nach Natsugiri geflüchtet waren, an Altersschwäche. Aritachi schlägt vor, Laternen in den Himmel fliegen zu lassen, als Andenken an ihre verstorbenen Kameraden. Die Nachkommen, die sie zum Ende ihres Familienstammes hinterlassen haben, könnten in ewiges Leid hineingeboren worden sein. Die Laternen beinhalten daher auch den Wunsch, Böses abzuwehren. Genau wie die Rauchzeichen aus der Festung. Außerdem legt man die Hoffnung, mit ihnen die Seelen der Verstorbenen in den Himmel tragen zu können. Die Zahl der Laternen wächst von Jahr zu Jahr. Erst eine mehr, dann zwei. Schließlich sind 40 Jahre vergangen, seit die Flüchtigen sich in Natsugiri niedergelassen haben. Aritachi ist nun alt und es gibt mehr junge Menschen im Dorf, bestehend aus den Kindern und Enkeln derjenigen, die sich zuerst hier angesiedelt hatten. Die Menschen sind genügsam. Sie haben zwar kein reiches, aber ein friedliches Leben. Zwei Jungen haben sich um ein Dorfmädchen gestritten. Einer von ihnen nahm das Schwert seines Großvaters in die Hand und tötete damit den anderen Jungen. Alle Verbliebenen waren nach diesem Ereignis in tiefer Trauer. Auch wenn die Dinge friedlich wirken, es ist unmöglich, die Herzen der Menschen vollständig von der Dunkelheit zu befreien. So entstand eine weitere Laterne, die in den Himmel geschickt werden würde. Boah, sieht so schick aus hier im Dunkeln einfach. Es gab auch noch eine Familie mit einem Elternteil und einem Kind, die nicht gut miteinander auskamen, weshalb das Kind Natsugiri verließ. Das Kind kam nie zurück, keiner, der hier lebte, wusste, wie es außerhalb des Dorfes aussah. Sie gaben auf und sahen das Kind als verloren an. Aritachi war noch immer allein. Mit seinem gekrümmten Rücken steigt er langsam in die Berge hinauf. Was für ein friedlicher Ort. Die Kämpfe werden vermutlich niemals aufhören, doch hier draußen sind wir völlig abgeschottet vom kriegerischen Rest der Welt. Ich wäre so glücklich gewesen, wenn Prinzessin Rai mit mir hätte hier sein können. War es ein Fehler, diesen dummen Handel einzugehen? Es war eine Frage ohne Antwort. Und doch kreiste sie jeden einzelnen Tag in seinen Gedanken umher. Hätte er sie davon überzeugen können, mit ihm wegzulaufen? Doch es gab kein Entkommen vor der eigenen Reue. Wären die Nachkommen dieser Menschen hier geboren und sind dann dazu verdammt, an diesen friedlichen Ort zu leihen? Er wollte, dass der Fluch mit seiner Generation endete. Da spürte er plötzlich jemanden hinter seinem Rücken. Er drehte sich um und sieht zwei Frauen. Eine mit einem weißen, die andere mit einem schwarzen Kimono. Wer seid ihr? Kein Grund, sich zu erschrecken. Wir wachen seit der Antike über die Priesterin dieses Berges. Aritachi wundert sich, ob er Halluzinationen aufgrund seines Alters hat. Oder ob sie eine Art böser Geist sind. Was meint ihr mit Priesterin? In der Mitte des Tals befindet sich ein kleiner Hügel, richtig? Dort wurde die Priesterin begraben, vor langer Zeit. Wir sind ihre Beschützer. Dieses Land war danach für hunderte von Jahren unbewohnt.
Ihr habt in dieser Zeit viel erreicht. Gut gemacht. Ihr seid nicht von dieser Welt, nicht wahr? Dann habt ihr es bereits gesehen, oder? Das, was ich als junger Mann Dummes angestellt habe. Ich habe so viele wertvolle Dinge verloren. Wenn möglich, möchte ich mit dem Licht nach oben in den Himmel steigen. Erzählt es mir, ihr beiden. Ich habe allein gelebt, in Gedanken an diejenigen, die ich verloren habe. Wird die Kausalität um mich herum mit meiner Generation enden? Werden die Kinder in diesem Dorf glückliche, gesegnete Leben führen? Das ist nicht möglich. Ihr seid verflucht. Ihr alle seid es. Verflucht bis ans Ende aller eurer Generationen. Dies ist nicht nur auf euch beschränkt, sondern betrifft jeden Einzelnen, der hier geboren wird. Das Leid, das ihr geschaffen habt, wird auf jeden von ihnen herabregnen. Das ist es, was ihr wolltet. Und es ist nicht notwendigerweise schlecht. Nicht schlecht? Wie könnt ihr so etwas sagen? Was meint ihr damit? Es liegt bereits in der Natur dieser Welt. Wie könnt ihr so naiv sein, wenn ihr doch besser als die meisten anderen über die Brutalität dieser Situation Bescheid wisst? An einigen Stellen können sich Verunreinigungen ansammeln, an anderen Stellen ist das Wasser klar. Der gesamte Fluss wird weder schmutzig, noch wird er sauber. Der Fluch kann das Wasser nicht verschmutzen. Manchmal dreckig, manchmal klar. Es wechselt einfach zwischen diesen beiden Zuständen hin und her. Doch törichte Menschen sind nicht fähig, das zu verstehen. Die beiden Frauen, eine in weiß und eine in schwarz, lachen. Es klingt wie Vogelgesang. Ihre Stimmen vermischen sich mit den Klängen des Waldes und verhallen, während sie in einer Spirale aus Luft verschwinden. Als Aritachi den Berg hinuntersteigt, überqueren zwei Katzen seinen Weg, eine weiße und eine schwarze. Aritachi erzählt den Menschen, dass sie auf dem Berg einen Schrein bauen müssten, einen Ort, an dem sie für den Frieden der Bewohner von Natsugiri beten könnten. Dies ist die letzte Anordnung, die er seinen Leuten gibt. Eine weitere große Laterne steigt in den Himmel empor, freigelassen von den Menschen, deren Leben nun in Natsugiri verwurzelt ist, und in der Hoffnung, dass Aritachis Seele dadurch in den Himmel steigt. Danach folgt eine weitere große Laterne. Aritachi hatte an seinem Sterbebett darum gebeten, auch für Prinzessin Rai eine wunderschöne Laterne gen Himmel zu schicken. Sechstes Erinnerungsfragment von Natsugiri abgeschlossen. Und es ist tags. Und hier ist der nächste Hinweis. Ich bin zurück. In mir selbst? Ich spüre, wie eine Zikade direkt neben mir mit zitterndem Körper singt. Gleichzeitig spüre ich, wie ein paar Fische das Seegras am Grunde des Wasserfalls anknabbern. Meine eigene Existenz schwindet. Nah und fern. In und außen. Sogar die Gedanken anderer Menschen. All diese Dinge scheinen im gleichen Moment miteinander vereint zu sein. Vielleicht hat es ein Ich überhaupt nie gegeben. Diese Vorstellung war vielleicht nur eine vorübergehende Illusion. Und der jetzige Zustand entspricht der wahren Realität. Da ist ein Mann, der wie in Trance den Weg entlang geht. Seine Augen scheinen in die Ferne zu blicken, auf etwas, das gar nicht existiert. Er verlässt die Straße und taumelt auf den Strand zu. Ich höre, wie er traurig murmelt. Ich habe alles verloren.
Er denkt zurück an sein Land, an sein langes und schmerzhaftes Leben. Er hatte einen kranken, aber klugen älteren Bruder, dem seine Eltern ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt haben. Er selbst war nicht sehr gut darin, anderen Menschen nahe zu kommen, sodass er nur wenige Freunde hatte. Er hatte das vermutlich unerwiderte Gefühl, einen Freund in dem Jungen namens Masaki gefunden zu haben. Ihr Verhältnis verschlechterte sich, nachdem er gesehen hatte, wie Masaki beinahe ertrunken wäre, ohne dass er ihm helfen konnte. Ich verstehe. Über die Jahre hatten sich auf diese Weise eine Kluft zwischen ihnen gebildet. Doch nach einem kurzen Streit über etwas, an das er sich nicht einmal mehr erinnern konnte, begannen sie wieder miteinander zu reden. Er war sich noch immer nicht sicher, ob er eine wahre Verbindung zu ihm aufgebaut hatte. Wenig später hatte der Krieg die beiden aus Natsugiri geholt. Er hatte überlebt, Masaki nicht. Zerschlagen und erschöpft war der Mann Jahre später an diesem Ort zurückgekehrt. Seine Familie tot, sein Haus verfallen. Er schien, als ob alle Hoffnung verloren wäre. Doch dann hatte er eine wunderbare Frau von außerhalb der Ortschaft kennengelernt. Seine raue Seele schien von ihr gerettet zu werden. Doch nachdem sie ihre einzige Tochter zur Welt gebracht hatte, starb die Frau. Die Kälte in seinem Herzen, die langsam abgetaut war, verhärtete sich erneut. Alle Geschichten nochmal hintereinander weg. Er schaffte es, seine Tochter allein großzuziehen, doch seine Sturheit führte letztendlich dazu, dass sie ihn allein in Natsugiri zurückließ. Was auch immer er tat, was auch immer er versuchte, er schien stets in und an demselben Zustand zu enden. War dies das Schicksal, das er zu tragen hatte? Seine Schritte, die Feuchtigkeit in der Luft, der Klang der Wellen. Alles fühlte sich schwer an, als ob seine Seele in Fesseln läge. Ich habe alles verloren. Was war das bloß für ein Albtraum? Er murmelt wieder vor sich hin. Auch nach dem Erwachen aus diesem Albtraum bleiben ihm nichts als Erinnerung tiefer Traurigkeit. Er steht vor den 6 Jisu-Statuen. Er betet nicht, er sieht sie einfach nur teilnahmlos an. Er zeigt keinerlei Emotionen, während er auf die sanften Gesichter dieser Gottheiten sieht, an denen man sagt, dass sie den Menschen in allen 6 Welten ihre Hilfe anbieten. Da bemerkt er etwas. Neben den 6 großen Jisu steht noch eine weitere, kleinere Figur. Die wurde aus 2 Flusssteinen zusammengestempelt. Direkt davor glänzt der Morgentau auf einer beeindruckend gelben Blume. Daneben liegt eine kleine grüne Perle, die auf unglaublich mysteriöser Weise funkelt. Der Mann greift nach ihr. Die Perle ist kalt, mit einer tief in ihr verborgenen Farbe, als ob in ihr die Weiten des Weltalls und die Leben aller Menschen enthalten wären. In diesem Moment steigt in ihm eine Vision auf. Er ist erschüttert bis ins Mark. Tränen fließen über seine Wangen. Er ist sich nicht einmal sicher, warum er so traurig ist. Ist sich dessen nicht bewusst. Alle möglichen Szenen und Anblicke strömen durch ihn hindurch. Diesen Schrein hat er selbst gebaut, als er jünger war. Das hatte er vollständig vergessen. Doch warum? Warum hatte er bloß vergessen? Dieser Schrein war offenbar sehr wichtig für ihn. Doch wofür hatte er ihn gebaut? Die Erinnerungen des Mannes versinken weiter in den Tiefen des Magatama-Jadeseins. Jadesteins. Da erklingt die Stimme einer Frau in seinem Kopf. Obwohl wir endlich wieder in die gleiche Zeit geboren wurden, wurden wir doch so schnell wieder voneinander getrennt. Ich fürchte, dass uns nichts anderes bleibt, als erneut zu warten. Aber bitte, vergiss mich nicht. Auch wenn das vermutlich ein hoffnungsloser Wunsch ist, so bitte ich dich, dich an mich zu erinnern. Eines Tages. Seine Seele fliegt an einen noch entfernteren Ort. Kleidung und Festung von vor Hunderten von Jahren. Noch ein ähnliches Gesicht. Ich werde euch immer wieder retten. Ich werde eure Seele helfen. Denkt daran. Ihr versteht nicht, was sie meint. Doch
und kommt es so vor, als ob er diese Worte bereits einmal gehört hat. Wie eine Erinnerung, die tief in den Nebeln der Vergangenheit in ihm verborgen liegt. Traurigkeit verbleibt in seinem Herzen, als ob er jemand Wichtigen verloren hat. Wenn er jetzt darüber nachdenkt, fühlt sich diese Traurigkeit an wie jene, die er bereits sein ganzes Leben lang mit sich herumträgt. Mich retten, sagst du? Mein Leben besteht daraus, alles zu verlieren, sonst nichts. Was habe ich in meinem Leben jemals besessen? Ist es nicht so? Seine Seele erreicht die entfernteste aller Ebenen. Dort, als ob sein Bewusstsein plötzlich freigesetzt worden wäre, langt er eine neue Perspektive. Erinnerung daran, wie er Masaki aus dem Fluss retten wollte und dabei starb. Erinnerung daran, wie er sich mit Masaki am Fluss gestritten hatte und im Duell zum Opfer gefallen war. Erinnerungen daran, wie er in einem fernen Land gefangen gehalten und getötet wurde, nachdem sein Fluchtversuch missglückt war. Erinnerung daran, wie er sich mit niemandem in seinem Heimatdorf verbunden fühlte und sein Leben in einsamer Traurigkeit beendet hatte. Dies alles erscheint vor seinen Augen und verschwindet wieder, um durch Alternativen ersetzt zu werden. Nach seiner Ankunft in Natsugiri mit einer lumpigen Kluft, die an einen Putzlappen erinnerte, trifft er eine wunderbare Frau, die später seine Frau wird. Seine Tochter hasste und verließ ihn. Lebte jetzt jedoch ein glückliches Leben irgendwo im Ausland. All dies ist das Ergebnis einer Person oder Sache, die ihn vor einem Leben bewahren wollte, in dem er nichts als Schmerz und Traurigkeit empfand. Dann erinnert er sich zurück an seine Kindheit, an den Tag, an dem er mit Masaki am Fluss gestritten hat. Sie fanden das Magatama, das mit einem seltsamen Licht auf dem Boden liegt und leuchtet. Als er es berührt, durchfließen ihn weitere Visionen. Wer ist da? Ich kann jemanden sehen, jemanden, der wichtig für mich ist. Es ist alles so verschwommen. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen, doch ich spüre so viel Wärme. Masaki, nimm das, sie selbst. Er erreicht das Magatama weiter. Wow, du hast recht. Sie ist so weit weg, als ob sie gleich verschwinden wird. Doch sie ist es, das Mädchen, das verschwunden ist. Ich hatte sie komplett vergessen. Es fühlt sich so an, als ob es sie wieder vergessen wäre, ganz und gar. Oh nein, das ist nicht gut. Sie verschwindet wieder. Werden wir sie vergessen, für immer? Ich habe eine Idee. Wir sollten ihr ein Grab bauen, damit wir sie nicht vergessen. Lass uns neben dem Sexy so bauen. So können wir es immer sehen und uns an sie erinnern. Auf diese Weise werden wir sie nicht vergessen. Wir werden auch das Magatama dorthin legen. Es wird funktionieren. Wir werden uns erinnern. In Ordnung, schnell, damit wir sie nicht vergessen. Und bei dem Laternenmorgen werden wir eine große Laterne nur für sie steigen lassen. Vergiss das nicht, Masaki. Ja, ich werde es nicht vergessen. Während sie zu den Giso gehen, schwindet ihre Erinnerung mehr und mehr. Und während sie zu ihm beten, den Gott halten, die die Menschen aller Welten beschützen, stapeln sie Flusssteine aufeinander und legen die grüne Perle daneben. Danach platzieren sie noch eine gelbe Blume an der Seite und beten zu dem wertvollen Lehm, das sie bereits vergessen haben. Ja, natürlich. Der alte Mann hebt seine faltige Hand und hält das Magatama gen Himmel. Plötzlich spüre ich, wie mein Bewusstsein... Wir begeben uns spiralförmig tänzelnd in die Luft und fliegen dem Himmel entgegen. Unser vereinter Geist und die Erinnerungsfragmente Matsugiris werden zu zwei großen Lichterkugeln, umgeben von Laternen wie von einem Sternenhimmel. Sie verschwinden und verschmelzen mit dem Himmel. Nostalgic Train. Zwei Lichter am Ende der Reise. Ende. Boah, Freunde. Eine Produktion von Tatami Bea. Alter, was für ein Spiel.
Tja, da sind wir wieder am Hauptmenü. Was für ein Spiel. Oh, da muss man erstmal durchatmen, ey. Also, so viele intensive Geschichten, die man hier erleben durfte. So intelligent gemacht, so schön und so traurig geschrieben. Also mir hat das Spiel wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich fand es sehr, sehr traurig. Also ich muss auch sagen, ich bin immer sehr, sehr mitfühlend und ich konnte mich gut in diese ganzen Geschichten hineinversetzen. Bin selbst immer traurig geworden dann, wenn man es gelesen hat. Und ein sehr schönes Spiel. Auch grafisch sehr toll gemacht. Also schön in Szene gesetzt. Sehr hübsch. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen negativ war, dass es doch ein bisschen zu viel Text gab zum Lesen. Also, aber ist ein ganz, ganz kleiner Punkt nur, der mich jetzt vielleicht gestört hat. Aber ansonsten ein Top-Spiel. Also traurig auf jeden Fall. Grafisch toll. Tolle Geschichten. Ich kann es einfach nur empfehlen. Also spielt's absolut mal selbst und hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel doch so lange geht. Ich hatte gehört, dass das Spiel wohl eher doch ein bisschen kürzer ist. Aber war ja doch recht lang. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, sitzen wir jetzt bestimmt so 3-4 Stunden an dem Spiel. Ja doch, kommt hin. Nee, aber ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat mich auf jeden Fall gefreut, das spielen zu können. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Hat mich echt gefreut, dass ihr die Videos seht. Und ja, wenn euch die Videos gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert meine Videos und abonniert meinen Kanal. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und habt einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und bis bald, euer Marcel.